Auch wenn das Corona-Thema aktuell überhaupt gar nicht so interessant ist und die meisten Menschen sich auch gar nicht mehr dafür interessieren, weil es einfach zu viele andere Dinge gibt, die in der Welt passieren, zum Beispiel Ukraine-Krieg, zum Beispiel Inflation, steigende Preise etc. pp. Und dann noch die Affenpocken, die ja auch gerade auf dem Vormarsch sind, wenn man den Medien Glauben schenken darf. Ja, dann gerät natürlich das Corona-Thema sehr weit in den Hintergrund. Ich habe aber trotzdem noch etwas gesehen, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar geht es hier um Impfstoff. Und zwar genau genommen um den abgelaufenen Impfstoff. Und zwar hat die Berliner Zeitung hier einen Bericht gebracht, der lautet: Impfstoff abgelaufen, Berlin vernichtet massenweise Impfdosen. Ja, dann schauen wir mal ein bisschen genauer rein, was die Berliner Zeitung hier schreibt. In Berlin sind bereits mehr als 185.000 Impfdosen vernichtet worden, weil sie das Verfallsdatum überschritten hatten. Das betrifft zum allergrößten Teil das laufende Jahr, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit auf Anfrage der deutschen Presseagentur mitteilte. Nach einer Übersicht der Gesundheitsverwaltung wurden 110.500 Dosen Moderna sowie 55.000 Dosen des Kinderimpfstoffs von BioNTech und 21.000 Dosen des gleichen Impfstoffs für Erwachsene vernichtet. In Hamburg wurden mehr als 100.000 Impfdosen nach Ablauf des Verfallsdatums vernichtet. Wir haben ja mitbekommen im letzten Jahr, dass er sozusagen auf Vorrat schon bestellt wurde für die nächsten Jahre. Allerdings sieht es ja aktuell so aus, dass die Nachfrage nach den Impfdosen so gering ist, ja, dass man die Impfdosen, die man eingekauft hat, die auch geliefert wurden, wie es aussieht, ja, jetzt alle vernichtet werden müssen. Gut, schauen wir mal weiter in den Artikel. Allerdings sehen wir ja auch hier, dass immer mehr Berlinerinnen und Berliner sich bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten impfen lassen und nicht mehr im Impfzentrum. Der Anteil der Impfungen in Arztpraxen lag im April bereits bei 85%, bei Tendenz steigend. Die beiden großen Impfzentren in Tegel und im ehemaligen Kongresszentrum ICC in Berlin-Charlottenburg würden deshalb Ende Juni geschlossen. In den landeseigenen Impfzentren wurden rund 45.000 Impfdosen vernichtet. Ja, und anscheinend hat mir ein klein wenig dazugelernt, denn es geht hier weiter. Um das Risiko zu verringern, Impfstoff wegwerfen zu müssen, würden jeweils nur kleine Mengen bedarfsgerecht nachbestellt. Das passiere erst dann, wenn die Impfdosen für einen Wochenbedarf nicht mehr ausreichten. In den landeseigenen Impfeinrichtungen und bei den entsprechenden Dienstleistern für die Lagerung sind noch rund 2.000 Dosen BioNTech für Erwachsene, rund 700 des gleichen Impfstoffs für Kinder sowie 2.000 Dosen Nuvaxovid des Herstellers Novavax im Depot, außerdem 5.800 Impfdosen von Moderna. Laut dem Corona-Lagebericht der Gesundheitsverwaltung haben inzwischen rund 80% der Berlinerinnen und Berliner eine erste Corona-Impfung bekommen, rund 61% bereits eine Auffrischungsimpfung. Insgesamt kamen bisher rund 8.102.000 Impfdosen zum Einsatz, vor allem von BioNTech, das waren 5.949.000 und Moderna rund 1.528.000. Ja, und dann wollen wir natürlich auch darauf achten, wie es aussieht mit dem Thema Affenpocken, wenn es hier weitergeht und auch Impfungen empfohlen werden. Davon könnte man ja beinahe ausgehen, weil ja momentan darüber berichtet wird, dass es bereits einen wirksamen Impfschutz gibt. Vielleicht werden ja dann auch die Impfzentren in Berlin-Tegel wieder geöffnet, aber hoffentlich nicht so viele Impfdosen eingekauft, dass die dann am Ende auch wieder vernichtet werden sollen. Ja, was hältst du davon, dass so viele Impfdosen vernichtet werden müssen? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.